Jo Leute, ich bin's wieder, euer Tim, und ich erkläre euch heute die Karwoche. Also Karwoche bedeutet, Jesus hat damals schon eine ganze Menge durchgemacht um Karfreitag rum. Beste Freunde, die ihn verraten, Petrus, der so tut, als ob er ihn auf einmal nicht mehr kennt, Verhaftung, Kreuzigung, Tod und dann auch noch die ganzen Sachen, die Jesus für nach seiner Kreuzigung regeln musste. Daran erinnern wir uns in der Kirche in den einzelnen Tagen der Karwoche durch zum Beispiel besondere Musik, besonderes Abendmahl, stille Zeiten und auch natürlich Lesungen aus der Bibel. Und eigentlich ist die Karwoche für mich auch eine L-Woche, denn das alles hat Jesus ja aus L wie Liebe gemacht. Aus Liebe zu uns. Naja, und ich spoilere jetzt mal, die Sache mit Jesus geht am Ende trotzdem gut aus. Wie genau, das erfahrt ihr am Ostersonntag in eurer Kirche. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gesegnete Karwoche. Macht was draus und zumindest wir in Sachsen-Anhalt und Thüringen haben da ja auch Ferien für. Bis bald, euer Tim.